Ja, es ist meine Liebeserklärung an die Digitalisierung. Es beschreibt, welchen Nutzen die Digitalisierung stiften kann, sowohl für die Gesellschaft, für die Wirtschaft, die Unternehmer natürlich und auch für jeden Einzelnen. Ja, die Digitalisierung hat in der Corona-Krise natürlich eine wichtige Rolle gespielt, was der Impfstoff für die Bewältigung der Gesundheitskrise war und ist die Digitalisierung für die Bewältigung der Wirtschaftskrise. Wer weiter in der Digitalisierung war, ist besser durch die Krise gekommen. In den Branchen, in denen wir noch nicht aus der Krise raus sind, wie zum Beispiel im Freizeitbereich und im Tourismus, kann die Digitalisierung, glaube ich, in der Tat helfen, weil wir können mit Apps und mit Tracing und mit dem Nachweis unserer Impfungen Sicherheit schaffen und dementsprechend in diesen Branchen auf ein völlig neues Niveau kommen und dann vielleicht in einer nächsten Gesundheitskrise nicht mehr so tief absinken. Die größten Herausforderungen jetzt in und nach der Krise ist, dass wir den Fachkräftemangel überwinden, dass wir technikfreundlicher werden, dass wir Visionen entwickeln und dass wir unser Bildungswesen und auch unsere Behörden ein bisschen besser aufstellen. Naja, wir haben die Stopp-Corona-App entwickelt und dabei war ich fassungslos sozusagen über die Skepsis, die wir dabei gesehen haben. Und deswegen war es mein Anliegen, einfach mal die positiven Seiten der Digitalisierung stärker hervorzukehren, den Nutzen, der daraus entsteht. Und darum habe ich dieses Buch verfasst. An diesem Buch, dass es optimistisch ist, dass es die Angst nimmt vor der Digitalisierung und dass es aber auch sagt, Digitalisierung ist nicht etwas, wo du alles Alte wegschmeißt und alles komplett neu machst, sofort auf einen Sitz. Also es geht nicht um Revolution, sondern es geht eigentlich um Weiterentwicklung. Es geht darum, gut hinzuschauen, was von den alten Dingen ist gut, wo haben wir da was übersehen, wie können wir das weiterentwickeln. Das macht auch Mut, ja? Wenn du so ein Buch liest und weißt, du musst jetzt nicht alles wegwerfen und komplett neu denken, sondern du kannst die Dinge Schritt für Schritt weiterentwickeln. Dafür macht das Buch auf alle Fälle Mut. Es gibt einen ganz klaren Zusammenhang zwischen dem Grad der Digitalisierung und dem Geschäftserfolg von Unternehmen. Das können wir heute nachweisen. Das betrifft die Unternehmen. Das gilt genauso auf der volkswirtschaftlichen Ebene und es gilt für den einzelnen Menschen. Je digitaler der Mensch, desto erfolgreicher.